Hallo Freunde von World of Warships und herzlich willkommen zu. Naja, es ist ein Stream-Mitschnitt einer Daido und einer Canarias. Das hat einen Grund. Eigentlich wollte ich euch ein Review machen von beiden Schiffen natürlich, denn ihr könnt eines von beiden erspielen und ihr müsst euch aber entscheiden, welches ihr denn haben möchtet. Das Problem dabei war aber, dass Wargaming bis, naja, Release am Donnerstag keine Aktualisierung der Stats der Schiffe vorgenommen hat. Das bedeutet, wir haben ja teilweise bei der, naja, bei der Canarias nicht nur besseren AP Alpha, sondern auch um fast 2 Sekunden besseren Reload der Geschütze. Und wie soll ich da ein Review machen, wenn ich im Gefecht einfach mal 12% schneller nachlade und, ich glaube, 300 oder 400 Alpha mehr Punkte mache pro Treffer, ne? Also pro Zitadelle. Das ist etwas, was unmöglich dann einzuschätzen ist, wie es später ist, und deswegen ist jede Review mit diesen Werten eigentlich nutzlos, vor allem wenn ich sie in einen Vergleich setze mit einem Schiff, das zumindest ähnlich schon ist, wie es rauskommt, nur mit veränderter Smoke-Zeit oder mit zumindest der Reload-Zeit dahinter. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, diese Vorab-Gefechte mit dem Work in Progress hier im Stream zu veröffentlichen, damit ihr einen ersten Eindruck davon gewinnt. Seid bitte vorsichtig mit allen Reviews, die ihr bisher dazu gesehen habt. Die Schiffe sind nicht mehr so, vor allem die Canarias ist um ein Stück schlechter als in den Reviews, die ihr bis jetzt sehen könnt, wenn solche schon gemacht worden sind. Ich werde euch eine Review nochmal machen, also wenn der Patch durch ist und ich das Schiff im Hafen habe, dann ja, könnt ihr das besser einschätzen. Aber falls ihr euch nicht gedulden könnt, hier ein erster Eindruck mit den verbesserten Werten. Achtet nicht so sehr, was wir im Stream drauf sagen. Wir sind immer ein bisschen chatgetrieben, die Diskussion und die Erzählungen. Deswegen habt einfach Spaß, schaut euch das an und wir sehen uns dann wieder bei der richtigen Review oder auf jeden Fall im Gefecht. Ciao. So. Ist ein schönes Achtergefecht. Oh, warte mal. Nee, geht nicht mehr. Schauen wir. Hallo Sirita. Schönen Sonntag auch allen. Lize von Kiel. Lize von Kiel. Ein interessanter Name. Guten Morgen. Guten Morgen, Morfoso. Guten Morgen. Schauen wir mal. Einen Flugzeugträger haben wir auch. Ah, ich habe ein Schiff, das so groß ist wie eine scheiß Sims mit einer Zitadelle. Vielen Dank. Und der Reload. Komm, flieg weg, Parzival, du möchtest nicht hier zu Sims. Hallo Arza. Hallo Schnippus. Oh, Schnippus hat einen grau hinterlegten Namen bei mir. Ich glaube, der hat richtig Bock auf mich. Oh Gott. Dann ist Salve Alabama. Und jetzt, Mädels, die Sims fährt sogar zurück. Ja, ich habe vor 2 Tagen habe ich wieder Warhammer gespielt mit Kowalski, mit Jonas und mit Hawkins. Ich kann auch sagen, dieses Spiel hat auch keinen guten Fortschritt genommen, wo wir noch vor 2 Jahren eigentlich relativ coole Gefechte gehabt haben, die ein bisschen länger dauerten, auch simultan. Hallo Wankas. Ist jetzt eigentlich nicht mehr viel davon zu sehen. Es hat den Weg von World of Warships genommen. 7 Minuten. Heißt das Schiff Dido oder Dildo? Dido. Dennis, wie kommst du denn da drauf? Hallo Fatboy. Das ist ja, diese Sexualisierung ist ja ekelhaft.
So. Ne, das war ein bisschen schockierend. Also von den Arcade-Schlachten hätten wir uns das fast erwartet, aber von den Realistic Battles, das ist schon krass. Das ist nur eine YOLO-Meta, wie Pavlov Warships teilweise. Ach komm schon, Sims, du musst dahin fahren. Es ist ja nichts da. Es ist eine Arpe Takao, eine Harbin, eine Zara, eine Ramat und hin und wieder die Parseval. Was soll ich denn machen hier? Hallo. Hallo, Scharke. Jetzt stirb doch endlich! Drecksding hier. Und hast du gut geschlafen? Ja, heute schon. Sehr gut. Wir haben Donnerstag, Freitag War Thunder gespielt. Mit Jonas, mit Hawkins und mit Kowalski. Haben wir gerade im Chat darüber gesprochen. Auch Lütze Wonke sagt, bei War Thunder sind sie sehr schnell vorbei. Neue, nur noch unerfahrene Spieler in der Meta. Es ist dasselbe Spiel wie hier bei World of Warships, Sharky. Also selbst die Realistic Battles sind innerhalb von 7 Minuten vorbei teilweise. Ja, Und die haben, was mich mega schockiert hat, die Cap-Punkte extrem gehoben. Also das Cap bringt extrem schnellen Progress. Also du kannst nicht das Cap ignorieren und einfach schießen ein bisschen, so wie früher, ne, und dann später das Cap holen, sondern du musst da richtig reinrushen, weil sonst bist du richtig hart gebumst. okay. Das ist brutal. Also manche Gefechte noch von 6 Minuten zu Ende, manche 12. Und Realistic Battles ab 22, ab halb 12 Uhr kriegst du fast keine mehr. Also da musst du Arcade fahren, ansonsten wir haben über 3 Minuten gewartet für ein Battle. Also, Wovon macht das Spaß, aber da habe ich nicht die Zeit für. Ja, bis. Smokescreen set. Okay. Komm schon, ein kleines bisschen. Ich komme wieder, ich muss mal sofort. Ja, kein Stress. Ich pimmel da eh gerade nur in der Daido rum. Problem ist, die hat auch keine Special AP oder sowas. Das kannst du ja komplett vergessen. Oder sein. Leider gehen meine Torpedos aus. Ja, leck mich doch. Oh. Leck mich doch, die Torpedos gehen aus. Ganz knapp vor dem Schiff. Alter Schwede. Alter. Ja, danke schön, Drab. Komm, was machst du denn hier? Nur nicht den Flugzeugträger hier wieder amüsieren. Du wirkst aber ziemlich kaputt. Was hast du gemacht? Ich habe so kurz gepennt. Ich habe gestern fast gar nicht gepennt. Warum denn? Was hast du da gemacht?
Da haben wir Baron Trauma gespielt. Das hört sich komisch an, wie so ein Anime-Dingsbums. Das ist mega geil, der Plan. Musst du auch unbedingt haben. Na, ich glaube eher nicht. Doch. Ich glaube eher nicht. Doch. Musst du unbedingt haben. Schauen wir mal. Probieren wir doch mal die AP hier. Der 133er. Das ist keine gute britische. Trauma ist so ein. Da kannst du auch ein Singleplayer spielen, aber das ist eigentlich gut sehr ausgelegt. Also, das ist glaube ich mir so ein Problem. So ein 2D RPG Survival Look-like MMO, würde man schon fast sagen. War eigentlich nicht MMO, aber Multiplayer-Spiel halt so, ne? 2D. Ja, aber es ist schon okay. Man ist dann auch immer so, die Geschichte ist so, dass wir dann irgendwie auf Europa sind, also auf dem Mond Europa. Ja. Unter Wasser halt. Ja. U-Boot. Dann steuert man mit der Mannschaft das U-Boot. Man holt Aufträge, man muss Wracks bergen, man muss, keine Ahnung, Alien-Artefakte suchen, man muss Tempel infiltrieren. Man kann das U-Boot aufrüsten, man kann andere U-Boote kaufen, man kann Waren transportieren, also man kann eigentlich jeden Scheiß machen. Habt ihr, glaube ich, kurz zugesehen? Ja, ich glaube. Guten Morgen, Klaus. Mega geil, der Prime. Gestern haben wir uns nach, hab gar keinen mit EPS und Prime. Also, wir haben gebraucht eine Stunde oder so, um die Kohle zusammen zu haben für das U-Boot, haben wir uns das U-Boot gekauft. So. Haben wir das U-Boot gekauft? Ja, du kannst auch Bots einstellen, ne? Also du kannst auch quasi Bots-Mannschaft quasi mit reinnehmen ins U-Boot, weil manche U-Boote sind so riesig, da brauchst du sehr viel Mannschaft halt, ne? Ja, verstehe. Dann, ich war natürlich der Kapitän, der klar, ne? Natürlich. Und da die beiden beschäftigt waren, habe ich einfach dem Arzt gesagt, hier Arzt, geh mal runter in den Keller, ja, zum Reaktor und wechsel mal kurz mal die Brennstäbe aus, weil die sind gleich leer. Ne? Weil die muss halt nach Sprit nachfüllen quasi. Ne? Okay, hat der Arzt gesagt. Er geht hin, wir sind in so nahe der 9 Uhr, und hat noch eine Minute gehabt jetzt irgendwas, ne? Unterwegs, auf einmal so Fluffy Power. So eine Welle ausgereicht im U-Boot. Verbrannt. Nein, die verbrannt, die brennen doch gar nicht. Ich bin so, nein, die haben nicht verbrannt. Was ist passiert? Selbst schuld, würde ich mal sagen. Wenn du dem Arzt sagst, er soll das machen. Der Arzt hat's verkackt. Hat den Reaktor irgendwie kaputt gemacht. Das Geilste war, ich habe mich kaputt gemacht. Ronny, vielen lieben Dank für deinen Submit Prime. Guten Morgen. EPS ist schon gestorben. Ronny war noch am Leben. Ich sagte, Ronny, ich bin ohnmächtig, du musst mich retten. Ronny kommt, zieht mich an den Haaren quasi in die Krankenstation und fängt voll an, im Strahl zu kotzen. Durch die Strahlenkrankheit. Ja, ich hab so den Arsch aufgelacht. Torpedoes to smoke. Ach, shit. Torpedoes direct front. Smokescreen set. Torpedoes direct front. Ja, was für ein Schmutzspiel. Entschuldigung. Was für ein Schmutzspiel. Jetzt schon keinen Bock mehr. Und wie sind die Spanier so bis jetzt? Wie? Was für Schweine? Spanier. Die Spanier. Die Spanier. Ja, es ist nur das eine Schiff da, ne? So. Okay. Ich glaube, du hast schon mehr gefahren. Es ist immer Donnerstag Patch Day, normalerweise. 7 Uhr morgens. Das weiß ich, weil ich mittwochs um 11 Uhr hin und wieder das Patch-Video dann noch aufnehme. Also um 11 Uhr nachts. Damit es am nächsten Tag am Morgen kommt. Ach, da wird er dran geklickt, das Lure. Wow. Ich hab Verteidigungsgefecht. Erstens das, zweitens Load hier. Läuft. Mittwoch auf NA, sagt Hallo Dirk. Ah, okay. Na gut, ist 8 Stunden zurück. Schon wieder Load hier. Nice. Aber diesmal nicht so viele Achter. Das ist okay.
Dirk hat gemeint, wir sollten mal unbedingt auf NA einen zweiten Account erstellen, um im On-Stream zu beweisen, dass man nicht so schnell hochkommt, wie Dirk das halt sagt. Wobei ich sage, dass man ziemlich schnell hochkommt und schnell einen Zehner hat. Dirk ist nicht begeistert. Wird aber ziemlich langweilig werden, ne? Wenn du halt jedes Gefecht halt dasselbe Schiff fährst. Also. Ja, ja, gut. Das ist, Smash ist auch dafür. Ich glaube, die spielen alle NA. Ja, das kann schon sein. Das ist halt ein Test, ne? Da muss man halt durchziehen. Daher. Haben wir nicht die Zeit für. Aha. Apropos, ne? Donnerstag. Donnerstag haben wir Hearts of Iron gespielt. Was hast du da gespielt? Was ich gespielt habe nebenbei. Ja. Und warum? Na, sag, warte, bevor ich dich anklage, was hast du gespielt? Wie, bevor du mich anklagst? Guten Morgen, Andi, hallo. Ja, nein, sag ruhig. Was ich gespielt habe, ja? So ein Klicker-Game, so ein. Ne? Also nebenbei ein bisschen rumklicken. Ich habe nichts zu tun gehabt bei Hearts of Iron, was soll ich sagen? Ja, warum, und das ist meine zweite Frage, warum hast du nichts gemacht? Ich muss das Land ausbauen. Ja schon, aber du hättest, ne? Also jetzt haben wir quasi das fast erreicht, was, wo ich sagen würde, dass ich brauche jetzt einen stabilen Staat und ich würde eigentlich keine Kriege mehr führen. Aber es ist ja Hearts of Iron und wir sind ja nur zu viert und wollen ja eine größere Runde. Ich muss ja trotzdem mein Land ausbauen, ich habe so wenig Fabriken, ich brauche Fabriken. Ja, ja, aber schau mal. Ich, und Infrastruktur und dies und ja, das. Ja, ich baue dir, am Donnerstag baue ich bei dir Fabriken und Infrastruktur. Fabriken kann ich, glaube ich, nicht bauen, aber ich baue dein Land mit Infrastruktur aus. Aber du musst trotzdem die Ukraine angreifen und alles östlich des Dnieper nehmen. Ja, Ukraine. Ich werde die Ukraine nicht angreifen. Sonst macht's das Dritte Reich. Putin-Reich greift die Ukraine schon an, das reicht. Ja, eben, deswegen, das musst du machen. Und ich habe meine Meinung geändert übrigens. Ich werde nicht Bulgarien angreifen, nicht jetzt, obwohl ich durch das bulgarische Getue verärgert bin. Ich werde die. Italien werde ich angreifen. Okay. Weil Italien trainiert an unserer Grenze, hat wieder viele Truppen, ist faschistisch, ist quasi Mussolini wieder. Und Italien hat ein eigenes Bündnis, aber keine Verbündeten. Und ich werde Italien nicht annexieren, sondern ich werde auf die Gebiete rechtfertigen, die ich noch nicht Core hätte, und werde es dann als Marionette setzen. Dann haben wir quasi unsere Ostflanke gedeckt und es ist nur noch die Weimarer Republik, die vielleicht stunk macht da. Weil wir rüsten natürlich für den Krieg. Weil ich will jetzt den Clash haben, die nämlich Japan und England glauben, nämlich wir sind zu schwach, als dass wir es mit ihnen aufnehmen können. Sind wir auch. Noch, aber in Kürze, also in zwei Spieltagen oder so, dann wären wir mega fett dabei. Waren wir mit Kursen, waren wir nicht. Na, jetzt muss man noch aus Spaß, muss man das da machen. Hallo? Schau mal, wir haben Hitler-Deutschland besiegt. Zweimal. Ja, mit Hilfe von Amerika. Ich meine England. Ja schon, aber was sagst du, Schatz? Wir haben nie verloren gegen Hitler. Wir haben einen ewig langen Krieg geführt und hätten jeden Deutschen ausradiert, jeden Nazi-Deutschen, wäre es notwendig gewesen. Aber Großbritannien ist von hinten reingerattert. Das ist was anderes, Schatz. Kannst das Video schauen, der Stream ist noch auf, auf Twitch. So. Hallo Blackie. So, aber wie gesagt, da musst du jetzt die Füße in die Hand nehmen, dass es ein bisschen zackiger geht. Du bekommst ja auch Infrastruktur dazu und Mannstärke, was wichtig ist. Die Mannstärke, die dir fehlt, weil du die Nordgebiete nie akquiriert hast. Lettland, Litauen, Ich bin halt ein netter Nachbar, was soll ich sagen? Nein, du hast dich verklickt wahrscheinlich. Ich bin ein netter Nachbar. So wie, dass du wieder Deutsch-Polen freigelassen hast. What the fuck? Das war ein Projekt, das war. Testweise. Und wie verlief der Test? Welche Daten konntest du sammeln? War's gut? War's schlecht? War okay, ja. Ich tippe auf schlecht, das hätte ich auch sagen können. Es wird vielleicht ein Projekt wie Tibo werden. Hm.
Und alle Leute sind jetzt, muss ich auch ein bisschen hier anschnauzen. Komm schon, Alter. Du musst mich gar nicht anschnauzen. Doch, doch, doch. Ist jetzt alles ausgemacht für Warhammer? Da ist alles organisiert? Hast du dich informiert, ob jeder alle DLCs braucht, damit wir spielen können? Oder ob nur einer alle Teile der Karte haben muss? Ich glaube, jeder braucht alle DLCs. Okay. Zumindest was die Völker angeht. Also, wenn jemand die Völker spielen möchte, ja, das andere weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber es sind, glaube ich, 9 Stadtfraktionen, glaube ich, am Anfang. 9 nur? Ja. Bei 8 Leuten. Das ist dann ziemlich eng, oder was? Ja. Wird eine ziemlich schnelle Runde werden, die erste Runde wahrscheinlich, bis halt die anderen beiden Teile mit drin sind. Na gut, da habe ich ja nichts zum Aussetzen, das ist ja ist immer gut. Zum Glück ist ja unterhaltsam, sonst müsste man ja fast auf richtig gute Spiele umschalten, wie Snusnu oder Gang Varang oder auch Litchi. Was? Also Gang Varang, das unterschreibe ich, aber Snusnu, ein guter Spieler und Litchi. Und Litchi, guter Spieler? Puh, das ist jetzt das schon... Also wenn wir keine guten Spieler sind, dann... Ah, weiß ich auch nicht, also. Fluffy Power. Einfach Blackie. Gang Varang, ja. Litchi und Snusnu. Richtig gerutscht von diesem deutschen Mist. Snusnu hat nur Flausen im Kopf. Der ist nur geil auf Sexy Hexy. Hallo, Fichte, danke schön für deinen Follow. Also willkommen. Ja, Nasi, bei uns ist noch ein Platz frei. Oh mein Gott, Robert möchte joinen. Bring dein nice MM mit, Robert. Opfer einem Schaf in deinem Weinkeller. Wir essen es dann. Mich mag Sharky ne, auch nicht, was? Das stimmt ja gar nicht. Du wirst geliebt. Innig. Hallo Tratos. Das hat nichts mit Möwen zu tun, Litchi. Ich sage, dass du. Ich ins Gesicht sage, dass du kein guter Winter Forschungsspieler. Ich habe nicht gesagt, du bist kein guter CV-Fahrer. Du bist einfach kein guter Winter Forschungsspieler. CV-Fahrer kannst du mal wirklich gut sein, okay. Aber. Wenn du jetzt sagst, du bist ein geiler Ficker, ja, und dabei kannst du nur den kleinen Finger ins Arschloch stecken, richtig gut, dann bist du kein geiler Ficker. Du bist einfach nur ein richtig geiler Fingerreinstecker. Ich habe jetzt gedacht, du sagst, wenn du jetzt sagst, du bist ein geiler Ficker, aber musst dazu immer elektronische Hilfsmittel nehmen, damit das auch zutrifft, dann bist du kein geiler Ficker. Aber okay, so funktioniert das natürlich auch. Oh, mein Auge dreht und juckt. Was ist da los, Alter? Gehandicapt, ich sehe nichts. Bleib einfach da hinten. Während ich hier am vorderster Front kämpfe. Ich sage euch, die Kanaris ist auf Stufe 6 ein richtiger Burner. Aber hier ist halt, ja, gegen eine Hipper ist ein bisschen schwierig. Auch wenn sie Breitseite zeigt, wie Sau. Drei Schiffe zielen auf mich. Was ist los? Machen wir mal die Hydra an. Problema resuelto, señor. Crucero enemigo avistado. Es ist leicht problematisch hier. Es ist alles sehr problematisch hier, ja. Ich bin low. Wo ist denn überhaupt? Ich kämpfe da hinten gegen Shiratsuyu, Miyoko und Hipper und die haben jetzt die Haie-Granate entdeckt. Die Forschung ist abgeschlossen, sagst du. Ja, ansonsten. Ja, zum Glück hat die. Ja, die Hipper hat immer noch nicht gecheckt, dass es Hai ist. Hallo Borer, guten Morgen. Oh. Nein, das ist natürlich nur ein Spaß gewesen. Litchi ist ein guter Spieler. Sehr gut ist, wie gesagt, das ist dann wieder eine andere Geschichte. Da muss man alles gut beherrschen, finde ich als sehr guter Spieler. Und am besten auch noch teamdienlich sein, dass man auf den Sieg kommt, nicht nur auf den Schaden. Aber ich glaube, da hat jeder andere Ansprüche dann für die Wörter. Eigentlich sehr gute Spieler gibt es wenige. Fluffy Power!
gibt es echt wenige. Außer man sagt, es gibt über sehr gut noch eine Stufe, aber... Wo kommen wir denn da hin? Andurio Mirizu, vielen lieben Dank für deinen Sub im 10. Monat. Vielen lieben Dank. Herzlich willkommen heute. Aber wenn wir das Ganze philosophisch betrachten, ist natürlich zu behaupten, dass jemand ein sehr guter Spieler ist in World of Warships, immer so ein bisschen schwierig halt auch, ne? Weil es kann halt nur gute Spieler geben, wenn es auch schlechte gibt. Und wie soll ich sagen? Wenn es nur gute Spieler geben würde in World of Warships, wäre, sag ich mal, das Herausstechen, ja, deutlich schwieriger für die Leute, also die halt gut sind, als so wie es jetzt ist. Halt, ne? Das stimmt. Genau, ja. Aber klar, natürlich, also wie gesagt, ich bin sowieso ein Kampf. Hallo, ist egal. Ich steige in ein Schiff rein, Kopf aus, knall alles weg. Wenn es klappt, klappt es, wenn nicht, dann nicht. Ich steige mich ein kleines bisschen mehr an als Sharky, aber so in die Richtung geht's dann. Jetzt warte. Lob. Aber es hat auch damit zu tun, welche Ansprüche man hat halt seit Zeit. Ne? Das ist halt, ja. Früher waren wir aktiver, wir waren fresher unterwegs, wir haben Kernaffekte gefahren, wir haben uns Gedanken gemacht. Da waren wir auch jünger. Wir haben Taktiken hervorgebracht, die die Welt noch nicht gesehen hat, möchte ich mal dazu sagen. Wir waren das Team, welches den Tisch, ich meine, den Pimmel auf den Tisch gepackt hat und gesagt, hier, da ist er, wunderschön, prächtig, prall, stramm und dick. Seht ihn an. Die anderen Teams haben dann einfach nur den Mund aufgemacht und haben gestaunt. haben den Mund aufgemacht? Was haben sie dann gemacht mit unserem... Ich habe gerade mega gesagt, um das Thema zu bringen. Ich habe den Heinrich nicht rausgeschossen, obwohl ich hätte können. Und ich habe die Hippler nicht rausgeschossen, obwohl ich hätte können. Man muss auch sagen, wir haben auch die ersten zwei, drei Saisons, also die allerersten zwei, drei klaren Saisons, haben wir auch wirklich extremst immer gegen die Meta geschossen. Weil wir einfach keinen Bock hatten auf Meta-Gefahre. Und das sogar sehr erfolgreich. Ich weiß nicht, ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ich möchte das jetzt nicht romantisieren. Ich romantisiere das gar nicht, das ist die Wahrheit. Ja, ganz genau, Blackie, das ist es. Da, genau daran liegt es. Ich muss Schalke die ganze Zeit carryen. Außerdem, wer fährt schon? Wer auf Statistik fährt, hat einen kleinen Pimmel. Blackie, das ist einfach so. Dingsbums, sag mal schnell. Ich möchte mich ja nicht selbst loben oder so, ne? Aber ich als Taktiker in den Klangefechten war bombastisch. Ja. Bombastisch. Mindestens bombastisch. Ja. Also die zwei Taktiken, die. Als mein ganzes Team gesagt hat, Chucky, das können wir so nicht machen, ich habe gesagt, Jungs, mal ruhig, das funktioniert. Hat immer funktioniert. Manchmal auch nicht, okay. Aber es hat immer funktioniert, merkt euch das. Ist wie Fußball, ja. Manchmal geht der Ball rein, manchmal eben nicht. Ja. Aber die hat Angst gehabt damals. Weißt du, warum die Angst gehabt haben? Genau, Litschi, ganz genau, Litschi. Wir pushen die 10er, Lee. Was? Ja, aber hey, das hat bis dahin keiner gemacht. Hat keiner gemacht bis dahin. Hat sich keiner getraut. Keiner hat sich getraut, den klaren Gefechten die 10er zu pushen. Außer wir. Weiß nicht. Ich glaube, das haben andere schon auch gemacht. Aber ich verstehe, worauf du hinaus willst. Gegen den Strom. Nicht unbedingt intelligent, aber gegen den Strom. Ja, für mehr Spaß. Für mehr Spaß. Spaß hatten wir auf jeden Fall. Das stimmt, ja. Gelacht haben wir gut. Also unsere legendären Kammerrunden. Weißt du, der Gegner hat bestimmt erstens sich kaputt gelacht und dann hat er geweint, weil er auf den Arsch gekriegt hat, weil er von 7 Kammerhofs zerschossen worden ist mit klaren Gefechten. Ja, es hat auch nicht immer funktioniert. Da haben wir auch richtig aufs Maul gekriegt. Ja, natürlich, klar, selbstverständlich haben wir auch richtig aufs Maul gekriegt. Aber es hat auch funktioniert und als es funktioniert hat, haben wir richtig Spaß gehabt. Ja, Schalke hat schon recht. Es kommt wirklich darauf an, welchen Anspruch man ans Spiel stellt. Es gibt sicher auch voll gute Leute, die in Hello Kitty spielen, mega krass sind. Oder die ihre Pokémon mega trainieren und krasse Ficker sind. Was zum Fick? Aber das Ding ist halt, das interessiert mich halt einen Scheiß. Also, muss ich ganz ehrlich sagen. Es sind halt Spiele. Aber wie gesagt, hängt halt mal davon ab, wer welchen Anspruch hat. Ich habe, wo ich jung war, das ist schon lange her, war ich ja auch im E-Sport unterwegs und war sehr gut im E-Sport unterwegs mit meinem Team damals in Call of Duty 2.
Als du jung warst, gab es da schon E-Sport. Wir waren Fudi, ich bin E-Sport-Pionier. ich war ein verdammt guter Call of Duty-Spieler. Also Call of Duty 2 zumindest. Das war einfach ein Spiel, was mir absolut gelegen ist. Aber die Zeit ging halt auch irgendwann vorbei. Ne? Und dann hat man versucht, irgendwas Neues zu finden. Hat nichts gefunden, so richtiges, was einem gelegen hat oder was einem richtig Spaß gemacht hat. Und, aber die Zeiten gab es auch, klar. Wo man ambitioniert unterwegs war, wo man auch auf großen Events unterwegs war. Ich weiß noch, wo wir damals mit unserem Community in Frankreich waren, in Paris. Meine Weltmeisterschaft. Oha. Bruder. Jetzt trägt er aber die Kraft der Schärke. Ja, ist aber so gewesen. Das ist die reine Wahrheit. Aber da waren wir halt noch jung. Ja, da konnte man das noch machen. Ja. Da waren noch die Reflexe da. Da hat man noch Bock gehabt. Da hat man noch Zeit gehabt. Jetzt muss man schauen, dass man in anderen Bereichen gut ist. Vielleicht gibt es irgendwann eine Zeit, wo einem das was bringt, generell im Leben, wo man in den Spielen gut ist, wenn man jetzt nicht hauptberuflich das macht. Aber das ist leider noch nicht so. Also ich sag's mal ganz ehrlich so. Also jetzt mal ganz ehrlich. Eigentlich bringt dir Zocken das richtige Leben Scheiß. Ja. Also du verdienst damit richtig viel Cash, ne? Außer du verdienst damit richtig Cash. Gut, aber es geht auch erst seit ein paar Jahren tatsächlich. Also früher war es nur auf den großen Events möglich, wie CPL oder ESL oder was auch immer. Heutzutage durch Streamen natürlich haben wir viele Leute die Möglichkeit bekommen, Geld zu verdienen, was auch völlig okay ist. Aber, was wollte ich sagen, muss man guter Fahren, ich habe einen roten Fahren verloren gerade. Achso, also rein theoretisch, wenn du halt nur für dich alleine spielst oder alleine unterwegs bist, meistens irgendwo in welchen Spielen, dann bringt dir das eigentlich fast fürs richtige Leben rein gar nichts. Aber wenn du mit anderen Menschen zusammen, wie soll ich sagen, unbundelst, ja, auch online und damit halt nicht aufhörst, dass du immer weiter ausbaust und an deinen sozialen Kompetenzen ein bisschen feilst, dann bringt dir das schon was fürs Leben. Also, ja, sagen wir so. Ich habe 100%ig deutlich mehr Sozialkompetenz als jemand, der, sag ich mal, so einen straighten Lebenslauf hatte, der von der Schule abgegangen ist, sag ich mal, mit einem guten Abschluss, hat dann, weiß nicht, einen guten handwerklichen Beruf gelernt und ist sein ganzes Leben lang in diesem handwerklichen Beruf geblieben. Versteht, was ich meine? Also der hat halt nicht so ein bisschen in den Tellerrand geschaut, der ist halt immer innerhalb seines Tellers immer geblieben und ich behaupte und ich denke, das ist auch wahr, dass ich einfach viel mehr Sozialkompetenz besitze. Aufgrund dessen, dass ich halt gezockt habe. Das ist gut, dass Schalke gesagt hat. Ich behaupte und ich denke, das ist auch wahr. Das finde ich gut. Das finde ich gut. Das ist zumindest eine ehrliche Aussage. Er stellt es nicht als Fakt hin, sondern er sagt, ich behaupte, ich glaube, das ist auch wahr. Ich habe absolut zum Beispiel kein Problem damit, auf fremde Menschen zu gehen und sie zu quatschen mit irgendeinem Scheiß. Halt, ne? Ja gut, das liegt aber vielleicht auch in deiner Natur, ne? Also, na, extrovertiert. Es liegt auch ein bisschen darin, quasi, dass man sich wirklich damit halt beschäftigt hat über Jahre, ne? In seiner Jugend und jungen Erwachsenenzeit. Dass man halt auch gezwungen worden war, mit anderen Menschen Kontakte zu knüpfen. Also Clan Wars organisieren früher, dies und das. Und, ja, stimmt. Das stimmt tatsächlich. LAN-Partys organisieren war gar nicht einfach. 30 ja. Leute, Essen, Trinken, Schlafmöglichkeiten etc. Oder auch nur 12 Leute. Das machen viele Jugendliche nicht mit 12 oder mit 15 oder mit 16 Jahren. Da muss man schon. Halt selber, genau, man hat sich halt selber für sein eigenes Hobby hat man sich selber so ein bisschen die Verantwortung angenommen und Verantwortung gelernt, vielleicht auch ein bisschen. Wenn du das heute machst, dann bist du schon ein Unternehmer. Oh shit. Ah, ich hätte die Hände am Lenkrad lassen sollen. Fuck. Also bist du schon ein Unternehmer und dann. Boah, Torpedos. Oh. Ah, ja. Ja, kommt schon. Wie gesagt, guter Spieler, sehr guter Spieler. Unterm Strich, jedem wie es Spaß macht, sage ich immer. Wenn jemand unbedingt auf Krampf immer gewinnen will und muss und das ihm Spaß macht und er sich nicht dabei ärgert und sauer wird, dann soll er das auf jeden Fall machen. Ich finde, dass der Sinn des Spiels ist, dass man Spaß hat. Wenn man dabei noch gleichzeitig gut ist, dann ist eine andere Geschichte. Und wer hat geschrieben vorher, dass... Beobacht mich doch nicht so von der Seite, Schatz. Ja, tschüss. Tschüss, mein Schatz. Vielen Dank.
voll spooky da so. Ich wollte was erzählen. Und warum hat jemand geschrieben, Gang Barang ist sehr gut, aber toxisch as fuck. Tschüss, Nagi. Das wie kein Abschiedskuss. Es gibt jetzt keinen Kuss. Ja, notgeilen, was auch. Setzt was ein, was herabwürdigendes. Das seid auf dem falschen Kanal, ganz genau. Ja, also, wenn Lukas mit mir gefahren ist, da war er relativ chillig und ruhig. Also, ein angenehmer Gesprächspartner. Ich glaube, die Kombination, das Team macht den Unterschied. Also von, schau mal, wenn ich mit Schalke spiele, dann habe ich eine ganz andere Gesprächsdynamik, als wenn ich alleine spiele. Ich fluche da viel mehr, wenn ich mit Schalke spiele.